Wunderschönen guten Morgen, meine liebe Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Und ja, jetzt bin ich nicht mehr alleine, sondern Aktiv Nudel ist auch am Start. Wenn er mal reden würde. Und wie geht's dir so in der Spielverderber Lobby? Ja, ich bin schon längst draußen. Das erklärt sich dann vieles. Das erklärt sich dann vieles. Wie lange warst denn du drin? 8 Tage. Ach so. Das geht noch. 8 Tage. Können wir mal nehmen. Also wenn ich wieder spiel für der Lobby kommen würde, wäre ich glaube schon für einen Monat oder so drin oder länger. Da mich eigentlich einmal geholt. Eins. Okay, ja. Oh. Gehst du schon wieder die Leute mobben? Ja. Statt 30 Müll hast du wahrscheinlich jeden schon. Ja, sehe wahrscheinlich nur noch 20. Nee. 720.000. Wie viel? 720. Aber gut, dass ich in GTA Dings Kunstwerke ausgeräumt habe. Gerade in Need for Speed Payback drin. Ja, das habe ich gerade gesehen. Wir sind da drin. Was will der Grüne schon wieder, Alter? Der MK2, Alter. Digga, der MK2 Noobs. Ach, die hasse ich am meisten. Also wenn ich in GTA ein MK2 Bike hätte, ich würde es nur für meine Sachen zu befüllen zu nehmen. Aber manche Leute in GTA nichts mehr können, außer mit MK2 Bikes, also mit den Noob Bikes. 196er, Leute anzufangen, dann ist es relativ. Aus meiner Sicht eierlos. Also gut, manche Leute, was auf einem MK2-Bike sitzen, können da eh nix. Ich hätte mal mitschreiben müssen, wie viel Mal ich schon jemanden vom MK2-Bike gekillt habe mit dem Chat. Wir, ohne Scheiß, machen können echt nix. Sitzen da drauf, killen Leute, die nichts anderes haben, so low leveln. Und dann bin ich mal gekommen mit dem Chat und wir waren weg. Ich find's einfach nur so witzig. Manche denken sich, ja, ich hab mein MK2, du nicht, du bist ein Lappen. Und dann kommt auf einmal im Chat. Und dann denkt er sich so, scheiße, Ehre genommen. Und wieder beide auseinandergenommen. Also wenn du Geld brauchst, ne, musst du nur sagen, komm ich in GTA rein, weil ich habe eh nämlich Dings rauszuholen, Kunstwerke. Auf Riesenschwindel. Mann, warum fahren die dummen Leute auch mit persönlichen Fahrzeugen herum? Ich will nicht mehr in die Lobby rein.
Alter. Das ist ein Futterpfen-Design, Digga. Jetzt hab ich noch 96.000. Ich glaube, ich komme jetzt schnell in GTA rein. Aber ich muss nur. Okay. Riot Club. Diamond Block. Quack. Ich quack mich an, Digga. Spaß. Ja, was ist denn das für ein geiles Design? Pink, weiß. Hauptsache, man sieht meine anderen Autoseiten. Plus ein Wrackteil, was da rum nur, was ich dann noch suchen muss. Da brauchen wir noch zwei oder drei. Aber sonst der Subaru, dann der Nissan. Dann Subaru BRZ in Driften, dann Mazda RX-7 in Drift. Geile Scheiße. Was ist denn das für ein geiles Design? Blackpink. Ja. Blackpink, geil. Ich will nicht sagen, das sieht auch relativ fett aus. Ich gehe mal an der Stelle und den Designer raus. Was haben wir hier? Ah ja. Eigentlich ist das Auto schon zu wertvoll. Ich mache die Gold. Was ist das? YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. Erstens mal, nette Kollege, was der was das Design erstellt hat. Welches bitte? Design? Du kennst den Need for Speed Carbon, oder? Ja. Da gibt's ja so einen Boss, der fährt den Aston Martin, DB9 und der hat die TFK Crew und da hat einfach mal eine ist einfach mal hergegangen. Ich will mal korrigieren. Das Logo ist erstens mal auf dem Dach und zweitens, wenn du das genau gleich machen wolltest, benutzt die Farbe und weiß. Dann kommst du relativ gut hin, aber nicht blau und einfach nur das einfach mal das. Eine Fresse, kann ich mich glatt aufregen, du. Ansonsten Google regelt auch. Ein Bulldog. Bullydog. Mit Bink getönte Scheiben? Bruder. Obwohl von innen nichts. Auf und außen. Ja. Oh, ja. Ich mache Werbung für alle anderen Sachen. Nein.
Tüte. Oh, Internet lässt grüßen. Das haben wir gleich mal. Wo haben wir denn? Wo haben wir ihn denn? Die Frage. Oder er hat wahrscheinlich keinen Bock auf Party drin zu sein, weil ich nicht drin bin. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich gucke mal. Mickey Mouse, Wunderhaus, Yippie. Oh, Hardtack Mucke läuft auch gerade im Hintergrund bei mir. Junge. Wer lackiert denn schon die Felgen blau? Da würde noch am besten so schwarz drauf passen. Oder rot. Aber doch nicht blau, Junge. Was hat der geraucht? Na gut, es ist Geschmackssache. Es ist ein Engländer, aber nein. Das kommt nicht in die Tüte. Weiß, grün. Du machst halt die ganzen Sachen danach, du. Police in blau. Ah, die deutsche Polizei. Die deutsche Polizei. Und wenn ist es Silber und Blau wahrscheinlich und nicht weiß blau, aber lassen wir es mal. Ich korrigiere nur an, wenn Leute umgehen muss, aber sollten wir es schon richtig machen, wenn meine sagen Game Capital Bra. Ah, jetzt hat man rechter Arm geknackt. Huch. Also nicht geil, aber ja, das kann. Ja, genau, Silver. Genau das, was ich haben möchte. League 73 oder wie? Hard Runner. Das ist mal eine fette geile Farbe. Bruder. Ist der immer nicht so komisch? Violett, Pink, nur in Chrom? Aber trotzdem sieht richtig geil aus. Sehr einfallsreich.
Spaß. Ob das ein. Ich will nur ein einziges Design haben. Diese gute, das gute Feeling, sie ist da. Sag mal. Ich brauche nur noch, ich brauche nur mein Markenzeichen. Mein Markendesign. Das hat drauf geknallt. Wir wissen alle, dass es ein SVR Range Rover ist, der neueste Kfz, der neueste geile Kfz. Ja. Den kann man auch machen, aber ja, ich klatsch dieses Design drauf. Nicht. Jurassic Park. Nein. So, nur in weiß. Ja, auch, sieht auch geil aus. Felgen schwarz komplett. Das sieht eher so noch matt schwarz aus. Warum ist nur ein bisschen hochglanz schwarz? It's a prank, bro. Man lässt dieses Auto gepanzert aussehen. Grüße gehen an der Stelle raus. Das ist. Nike Air. Was steht drauf? Naja. Der hat anscheinend zu viel Scooby-Doo geguckt. Der sieht eigentlich auch relativ geil aus. Mit dem Brot dabei. Der hat ein bisschen zu viel was geraucht. Oder einfach weil es langweilig Lokiti drauf. Ich guck mal, was ein bisschen hinten ist.
War ich denn nicht schon? Gute Frage. Hier war ich schon. Ich bin wieder zurück. Was haben wir hier drauf? Ja, hier war ich schon. Hey, muss noch ein bisschen weiter zurück. Italienisches Wappen. Weg damit, weg, weg, weg. Sehe ich jetzt auch erst, dass es eine italienische Flagge gibt dafür. Was klatscht man denn drauf auf den Ding? Die Frage ist, was passt denn gut drauf? Ah ja. Ich sage aber das Ding. Auch was Feines. Das ist soft. Ah, Motor wäre orange. Aber da habe ich keinen Motor drauf dann. Will GFK. Digga. Yeah.
Den da, das heißt, da brauche ich auch noch zwei. Dann habe ich alle. Aber dann hole ich den Tuning jetzt als nächstes auf. Sieht das aus? Nein, nur so. Mal gucken, vielleicht geht es aus. Speed Alchemist Ghost. Was haben wir da vorne? Alchemist Ghost. Alchemist und da unten Frontstoß, dann haben wir dies da, dann haben wir das da, dann haben wir dies da, dann haben wir Alchemist. Komm, wir bauen den auf Alchemist um komplett. Zack, Grill, zack, Frontstoß, zack, Spoilerlippe. Damit es nicht wehtut, wenn er jemanden rammt. Alchemist. Alchemist mit Ghost gemischt. Weil das würde relativ gut zusammenschließen. Das da. Oh nein, wir lassen Alchemist. Heckstoß. Alchemist. Oder wie sieht es jetzt mit Ghost aus? Sieht schon relativ geil aus mit Ghost, aber nein, da lasse ich die Einstiegsdingensen Treppe. Spoil. Nehmen wir das dieser. Heckschussfänger. So, Alchemist, Auspuff. Von mir aus. Stoß haben wir, das haben wir, das haben wir, das heißt, da haben wir eigentlich alles. Soundsystem, kann man von mir so ein fetten Soundsystem reinballern. Nummernschild. Dann kommt auch wieder Anime drauf. Anime. So. Ja, dann das kommt. Payback. So. Das heißt, die Felgen. Haben wir noch die gelöcherten Bremsscheiben. Die Felgen. Welche Felgen kommen wir denn drauf? Der solche. Your breath.
Sieht die Serienmusiken aus. HRE Wills. Also von rote Farm 1, 2 nach links. Der ist ein Geländefahrzeug. Ganz ehrlich, eine Größe können wir so drauf machen. Ganz ehrlich, da lasse ich die Reifen, die passen perfekt. Reifen nein, Bremsscheiben. Dann nehme ich immer die gleichen, weil die sehen eigentlich fett aus. Also mal kurz gucken, wo die rote Form ist. Da. Ja, da geht's. Ja, da. Zack. Zack. Scheibentönung. Und natürlich auf 49. Da. Aha. 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 Komm, und die drauf. Oh, da bin ich gespannt, was da sowas bleibt. Nein, da lasse ich den normalen serienmäßigen Spiegel. Wenn sich diese Folge gefallen hat, würde ich einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, dann nach unten. Lasst die positive Bewertung da. Wenn ihr keine Videos von mir verpassen wollt, ihr wisst, was machen ist. Glocke aktivieren, auf Abonnieren klicken, dann die Glocke aktivieren. Und ja, dann bekommt ihr immer Nachrichten, dass ich wieder was Neues hochgeladen habe. Und ich würde mich sehr mega freuen, wenn euch dieses Video gefällt, also wenn euch meine Videos gefallen oder gefällt und ihr Daumen nach oben da lassen würdet. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.